Das fachübergreifende Krankenhaus für aktive Behandlung Nadeshda ist eine führende medizinische Einrichtung in der Metropole Bulgariens, Sofia, die hochwertige medizinische Versorgung der ganzen Familie auf europäischem Niveau bietet. Das Krankenhaus verfügt über ein Zentrum für In-vitro-Fertilisation, Entbindungs- und Frauenstation, Zentrum für pränatale Diagnostik und Therapie, Neonatologie, Chirurgie, Bilddiagnostik, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinik für medizinische Onkologie sowie über 8 Hightech-Labors: Klinisches, Immunologisches, Genetisches, Embryologisches, Andrologisches, Pathohistologisches, Mikrobiologisches und Virologisches. In den 7 Jahren sind in den einzelnen Krankenhausabteilungen und Sektoren über 750.000 Patienten behandelt worden. Geboren wurden etwa 13.000 Babys. Das In-vitro-Zentrum des Krankenhauses Nadeshda ist das größte in Bulgarien. Jährlich werden hier über 5.000 In-vitro-Fertilisationen durchgeführt, wobei die Erfolgsrate mit 40% über die durchschnittliche für Europa liegt. Bei Patientinnen unter 30 Jahren betragen die klinischen Schwangerschaften 45%, die Entbindungen 41%. Die Erfolgsrate bei Patientinnen zwischen 30 und 39 Jahren beläuft sich entsprechend auf 39% klinische Schwangerschaften und 35% Entbindungen. Und bei Frauen über 39 Jahre haben wir 25% klinische Schwangerschaften mit 19% Entbindungen. Im Krankenhaus lassen sich jährlich über 500 Paare aus dem Ausland für In-vitro-Fertilisation behandeln. Das Krankenhausteam ist bestrebt, im Bereich der reproduktiven Medizin ständig innovative Methoden zu entwickeln und einzuführen. Erstmalig in Bulgarien haben wir eine eigene innovative Methode zur Bewertung des Implantationsfensters eingeführt, die nicht genetisch bedingt ist. Das Implantationsfenster ist der Zeitraum, in dem das Endometrium, das die Innenwand der Gebärmutter deckt, bereit für die Implantation des Embryo wird. Das Ergebnis sind eine viel rascher erfolgende Untersuchung und hunderte erfolgreiche In-vitro-Versuche bei Paaren mit sich wiederholenden Implantationsmisserfolgen. Im Forschungslaboratorium des Krankenhauses werden laufend innovative Methoden zur Erhöhung der Erfolgsquote der In-vitro-Fertilisationen getestet. Entwickelt werden neue Funktionstests zur Bewertung und Auswahl von Spermien, die sich als besonders nützlich in den Fällen der Infertilität infolge schwerwiegender Störungen beim Mann erweisen. Die Spermien werden mit Hilfe des Verfahrens Sperm Slow selektiert. Die Entwicklung der Embryonen wird mit dem modernsten Timelapse-System Embryoscope beobachtet. Zum ersten Mal in Bulgarien führte das Nadeshda Krankenhaus die genetische Präimplantationsdiagnostik der In-vitro-Embryos ein. Die Flüssigkeit bei der Chromosomenanalyse durch DNA-Sequenzierung beläuft sich auf 99%. Bei über 50 monogenen Erkrankungen gestattet diese neue Technologie die Feststellung verschiedener Anomalien und die Identifizierung gesunder Embryos mit größeren Chancen für eine lebensfähige Schwangerschaft. Gemeint sind schwere Erbkrankheiten mit hohem Übertragungsrisiko auf die Nachkommen. Hier ein Beispiel. Wir führten eine genetische Präimplantationsdiagnostik für Chorea Huntington in einem Fall durch, bei dem der Vater der Träger der Mutation war. In diesem Fall handelte es sich um eine dominante Mutation, was zu bedeuten hat, dass die Hälfte der Kinder dieses Vaters im Erwachsenenalter von derselben Krankheit betroffen werden. Gegenwärtig ist die Krankheit unheilbar. Es gibt nicht einmal eine Methode zur Verzögerung der Symptomatik. Nach der vorgenommenen Präimplantationsdiagnostik erfreut sich nun die Familie eines gesunden Babys. Das Krankenhaus Nadeshda hat ein Programm für In-vitro-Fertilisation mit reproduktivem Spendermaterial. In Bulgarien ist die Spende von Eizellen und Sperma ein anonymer Rechtsakt. Die Erfolgsrate bei einem Spenderversuch mit bis zu 3 Transfers erreicht mehr als 70%. Unsere Praxis zeigt, dass bei den Paaren mit im Sektor Andrologie werden alle modernen Behandlungstechniken angewendet, medikamentöse wie operative. In meiner langjährigen Praxis hatte ich einen Patienten mit Azoospermie, bei dem wir durch Punktion oder Biopsie des Hodens insgesamt 5 lebende Spermien gewinnen konnten und dann nach der ICSI-Befruchtung das Paar sich nun eines gesunden Babys erfreut.
Das Krankenhaus Nadezhda verfügt über eine ISO-zertifizierte, moderne und sichere Gewebekryobank zur Aufbewahrung von Spermien, Eizellen, Embryonen, Stammzellen. Die medizinische Einrichtung gewährleistet den Erhalt der Fortpflanzungsfähigkeit bei Patienten mit onkologischen und rheumatoiden Erkrankungen. Hochqualifizierte Spezialisten führen die reproduktive Chirurgie durch, einschließlich Office-Hysteroskopie, Hysteroskopie und Laparoskopie. Jedes Jahr werden hier Schulungen und wissenschaftliche Foren veranstaltet, an denen weltweit führende Namen in der gynäkologischen Chirurgie wie Nejat, Gubini, Betocchi, Haimovic, Di Spezio Sardo als Gastlektoren auftreten. Das Krankenhaus ist das Hauptausbildungszentrum der Internationalen Schule für Lasergynäkologie. Das Projekt ist dem prominenten spanischen Gynäkologen Professor Sergio Haimovic zu verdanken, der sein Vertrauen in das Team des Nadezhda Krankenhauses legte. Wir erkannten, dass die Ärzte einen Ort brauchen, wo sie sich mit den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Lasers mit seinen Vor- und Nachteilen vertraut machen können. Die Idee der Schule, die gegenwärtig im Krankenhaus Nadezhda untergebracht ist, ist es, den Ärzten Möglichkeit für eine fortlaufende medizinische Ausbildung im Bereich der Laserendoskopie zu gewährleisten. Teilnehmer an den Schulungen am Krankenhaus Nadezhda sind Fachärzte aus über 30 Staaten aus 5 Kontinenten gewesen, darunter Israel, Schweiz, Deutschland, Spanien, Türkei, Irak, Mexiko, Brasilien, Australien, Nigeria, Kosovo, Sri Lanka. Für die Spezialisten im Krankenhaus Nadezhda sind sowohl der Erfahrungsaustausch mit Kollegen als auch die Fortführung und Weitergabe des Erreichten an die Nachwuchskräfte von äußerster Wichtigkeit. Das Krankenhaus ist Ausbildungsbasis der Medizinischen Universität Varna für Fachärzte für Geburtshilfe und Gynäkologie, medizinische Onkologie, Neonatologie und Gesundheitsversorgung, wie auch zur Ausbildung von Hebammen. Seit November 2018 ist das Krankenhaus international beim European Board and College of Obstetrics and Gynecology zur Fachausbildung von Ärzten für Geburtshilfe und Gynäkologie aus ganz Europa akkreditiert. Seit Juni 2000 ist das Nadezhda Krankenhaus Ausbildungszentrum für reproduktive Medizin mit gemeinsamer Akkreditierung von EPCOC ESHRE, der einflussreichsten Berufsorganisation der Spezialisten für assistierte Reproduktion. Wir sind stolz darüber, dass wir zu den wenigen von den beiden Organisationen akkreditierten privaten medizinischen Einrichtungen in Europa gehören. Das Krankenhaus Nadezhda organisiert Ausbildungsfachkurse im Bereich der pränatalen Diagnostik und Therapie. Gastlektor einer der Ausbildungsveranstaltungen war Professor Thomas Koop, ein weltweit anerkannter Spezialist im Bereich der Fetalchirurgie, der erstmals in der Welt die intrauterin-endoskopische Korrektur der Spina bifida einführte. Er ist auch einer der Berater der Leiterin der Pränataldiagnostik am Nadezhda Krankenhaus, Dr. Christina Tschatscheva. Nach Abschluss meiner Ausbildung an der Universitätsfrauenklinik in Bonn nahm ich die Herausforderung an, die Pränataldiagnostik einer großen Klinik in Hamburg zu leiten. In Bonn hatte ich die Möglichkeit, mich mit vielen innovativen pränatalen Therapiemethoden vertraut zu machen. Ich durfte an der Einrichtung und Durchsetzung des Deutschen Zentrums für pränatale Therapie und minimalinvasive Chirurgie teilzunehmen. Gegenwärtig leite ich die Abteilung für Pränatalmedizin des Krankenhauses Nadezhda hier in Sofia. Mittlerweile führen wir hier im Krankenhaus Nadezhda erfolgreich Läserungen bei fetofetalem Transfusionssyndrom, intrauterinen Bluttransfusionen, legen thorakomniale Shunts und führen auch Trachealballonokklusionen bei schweren Diaphragmalhernien durch. Wir sind modern herangehende Innovatoren. Wir sind ein Team von Träumern, die ihre innigsten Wünsche wahr werden lassen. Wir sind das Krankenhaus Nadezhda, weil Nadezhda Hoffnung bedeutet. Und wenn Glaube auf Hoffnung trifft, findet das Leben einen Weg.